Der Großteil der von der Bundeswehr eingesetzten Handfeuerwaffen stammt von Heckler und Koch aus Oberndorf im Schwarzwald. Der Ort blickt auf eine lange Tradition der Waffenherstellung zurück. 1949 gründeten hier ehemalige Mitarbeiter der dort ansässigen Mauserfabrik die Firma Heckler und Koch. Das Rüstungsunternehmen beliefert die Bundeswehr seit Ende der 1950er Jahre mit hochwertigen Waffen. Im hauseigenen Waffenlabor testen die Entwickler das G95K, ein neues Sturmgewehr für die Kampfschwimmer und das Kommando Spezialkräfte. Im sogenannten Over-the-Beach-Test wird die Waffe in ein Wasserbecken getaucht, bis sie komplett vollgelaufen ist. Im Einsatz bei den Kampfschwimmern und dem KSK ist solch eine Belastung Alltag. Um sich ihrem Zielobjekt unbemerkt zu nähern, operieren die Spezialeinheiten auch unter Wasser. Ihre Waffen müssen dabei voll einsatzfähig bleiben. Der Entwickler nimmt das Gewehr aus dem Becken und feuert die Waffe ab. Drei Einzelschüsse und zwei Feuerstöße. Dabei darf die Waffe keinerlei Störungen zeigen. Das Bundeswehrsturmgewehr G95K wiegt knapp 3700 Gramm. Verschossen wird das Kaliber 5,56x45. Dabei sind theoretisch 850 Schuss pro Minute möglich. Die maximale Kampfentfernung beträgt bis zu 300 Meter. Das G95K besteht aus 250 Einzelteilen. Die Fertigung beginnt mit der Härtung des Spezialstahls. Die Bauteile werden über mehrere Stunden auf 900 Grad erhitzt und anschließend rapide abgekühlt. So wird die mechanische Widerstandsfähigkeit erhöht. Die Gehäuseteile des Sturmgewehrs werden aus einer hochfesten, geschmiedeten Aluminiumlegierung hergestellt. Auf modernen CNC-Fräsmaschinen werden die Teile in mehreren Schritten bearbeitet. Das Toleranzfeld für diese Bearbeitung beträgt dabei nur wenige Hundertstel Millimeter. Gearbeitet wird 24 Stunden im Dreischichtbetrieb. Alle funktions- und sicherheitsrelevanten Teile des G95K werden bei Heckler und Koch vor Ort hergestellt. Das Herzstück jeder Waffe ist der Lauf. Hier werden die Stahlrohre vergütet, um im späteren Einsatz den extremen Druck- und Temperaturbelastungen standzuhalten. Die G95-Rohre werden im Kaltschmiedeverfahren hergestellt. Hier wird das Rohr des G95K um den Hämmerdorn herum geschmiedet. Dabei entsteht auch das sogenannte Zug- und Feldprofil. Und dieses Zug und Feld bildet sich später im Rohr ab und gibt dem Rohr sozusagen seine Präzision in dem Geschoss, den Drall. Der Drall, das genau justierte Rohr und die Munition in Verbindung mit der Zieleinrichtung sind die Parameter, die für das punktgenaue Treffen des Ziels notwendig sind. Für die Fertigung des Laufs ist neben den hochmodernen Maschinen noch ein ganz besonderer Experte gefragt: der Mensch. Der Lauf des Sturmgewehrs muss exakt gerade sein. Ein Job für den Rohrrichter. Diesen Beruf gibt es, seitdem es quasi Rohrwaffen gibt. Und die Aufgabe des Rohrrichters besteht darin, Läufe quasi gerade zu richten. Und dazu bedient er sich einer Technik, die weit über 100 Jahre alt ist. Der Spezialist erkennt auch kleinste Verwerfungen am Gewehrlauf und begradigt sie mit Hilfe einer speziellen Richtbank. Sein Auge erkennt Ungenauigkeiten viel schneller und auch besser als eine Maschine. Jeder einzelne Lauf wird so von Hand überprüft und gerichtet. Die Arbeit verlangt neben einem guten Auge auch enorme Konzentration und jede Menge Erfahrung. Das manuelle Ausrichten ist eine Grundvoraussetzung für eine hochpräzise Waffe. Unterdessen wird im Schießlabor der nächste Belastungstest durchgeführt. Die Standardpistole der deutschen Streitkräfte, P8, im Vereisungstest. Jede Waffe der Bundeswehr, egal ob Sturmgewehr oder Pistole, muss auch bei extremen Minusgraden voll funktionsfähig bleiben. Die Waffe wird 24 Stunden lang bei minus 30 Grad im Klimaschrank gelagert und mehrfach mit zerstäubtem Wasser benetzt. Das simuliert gefrierende Nebel. Die tiefgefrorene Waffe muss auch in diesem Zustand ohne Störungen präzise treffen. Erst dann hat sie diesen Belastungstest bestanden. Mehr als 80 Mitarbeiter arbeiten in der Entwicklungsabteilung von Heckler & Koch. Ein neues Gewehr, wie zum Beispiel das G95K, zu entwickeln, dauert mehrere Jahre.
Die Waffen entstehen am Computer als 3D-Modelle. Auf dieser Basis werden dann die Prototypen gebaut und erprobt. Die Entwicklung verläuft in verschiedenen Stufen, an deren Ende dann die Serienreife einer Waffe steht. Am G95K hat Heckler und Koch insgesamt 3 Jahre gearbeitet, bis die Waffe den Spezialkräften der Bundeswehr zur Verfügung gestellt werden konnte. In der Montageabteilung werden alle 250 Einzelteile des Sturmgewehrs zu einer fertigen und funktionsfähigen Waffe zusammengesetzt. Auch das geschieht in Handarbeit. Mit größter Sorgfalt wird jede einzelne Waffe zusammengebaut. Dabei wird jedes G95K individuell gekennzeichnet und beschriftet. Mittels Laser werden dabei Waffennummer, Beschusszeichen, Hersteller, Kaliber, Bezeichnung, Produktionsdatum und Eigentumskennzeichen eingraviert. Jetzt ist die Waffe fertig montiert und bereit zum ersten Schuss. Der Beschuss erfolgt auf einer der hauseigenen Schießbahnen. Hier wird jetzt das G95K auf Präzision beschossen. Jedes neu produzierte G95K wird insgesamt 3-mal im scharfen Schuss geprüft. Mit dem gesetzlich geforderten Überdruckbeschuss, dem Funktionsbeschuss und dem Präzisionsbeschuss. Dabei gelten für das Gewehr der Spezialkräfte schärfste Anforderungen. 100% Schussgenauigkeit fordert die Bundeswehr. Für die etwa 1600 speziellen Sturmgewehre, die die Bundeswehr bestellt hat, werden während der Tests rund 45.000 Schuss verbraucht. Nach dem behördlich überwachten und bestandenen Beschusstest erhält jede Waffe ihr individuelles Prüfprotokoll. Wenn die Waffe die Kriterien nicht erfüllt, dann muss sie nachjustiert werden. Das G95K ist einsatzreif und fertig zur Auslieferung an die Spezialkräfte der Bundeswehr. Die Lage dieses Ortes und die meisten Details zur Ausbildung sind streng geheim. Hier werden die Scharfschützen der Bundeswehr ausgebildet. Ihre Aufgabe? Die Aufklärung und Bekämpfung von gegnerischen Feindkräften auf weite Entfernung durch gezielten Einzelschuss. Wir sind jetzt hier in unserer finalen Stellung. Der Kamerad tut jetzt seine Waffe vorbereiten. Wird sie noch teilweise abtarnen. Hat jetzt die Munition fertig gemacht. Gleich klar zum Gefecht. Und dann werden wir sie in Stellung begeben. Die Waffe einrichten aufs Ziel. Ich richte mich direkt neben meinem Schütze, richte ich mich ein. Mit meiner Optik tue ich mich dann auch aufs Ziel einrichten, damit ich dann quasi den Schuss genau beobachten kann. Falls der Ersttreffer nicht sitzt, damit ich dann den zweiten Schuss korrigieren kann und wir dann quasi den Feind auch beim zweiten Schuss vernichten. Aber natürlich sitzt der erste Schuss. Das Scharfschützengewehr G22, das hier zum Einsatz kommt, wird von der britischen Firma Accuracy International hergestellt. Mit dem G22 hat die Bundeswehr erstmalig ein reines Scharfschützengewehr in ihren Waffenkammern. Die Schützen verwenden die aktuelle kampfwertgesteigerte Version G22A2. Das über 1,20 Meter lange G22 wiegt 9 Kilogramm. Verschossen wird Munition im Kaliber 7,62x67. Damit lassen sich Ziele in bis zu 1100 Meter Entfernung punktgenau bekämpfen. Auf der Oberseite der Waffe befindet sich eine sogenannte Picatinny-Schiene im NATO-Standard. Auf ihr kann zusätzlich zum Zielfernrohr auch ein Nachtsichtaufsatz montiert werden. Das Zielfernrohr der kampfwertgesteigerten Version ermöglicht eine 5- bis 25-fache Vergrößerung. Die leistungsstarke Optik besitzt eine beleuchtete Strichplatte und erlaubt Schusskorrekturen in Höhe und Seite. Im Falle eines Ausfalls des Zielfernrohrs kann der Schütze mit einem Notvisier noch Ziele in bis zu 600 Meter Entfernung bekämpfen. In Kombination mit dem Nachtsichtvorsatz NSV-80 ist das Scharfschützengewehr G22A auch voll nachtkampftauglich.
Das G22 kann zusätzlich mit einem Schalldämpfer, dem sogenannten Signaturunterdrücker, bestückt werden. Dieser reduziert den Mündungsknall und erschwert so die Aufklärung des Scharfschützen durch den Gegner. Das G22 verschießt entweder Munition mit Vollmantel-Weichkern oder Hartkerngeschosse. Es ist ein Repetiergewehr, das heißt, jeder einzelne Schuss wird manuell aus dem 5 Patronen fassenden Magazin der Waffe zugeführt. Das hat den Vorteil, dass sich bei Abgabe des Schusses keine weiteren Teile in der Waffe bewegen und so die Präzision beeinträchtigen. Das manuelle Nachladen kostet zwar Zeit, bietet aber gegenüber halb- oder vollautomatischen Waffen eine viel höhere Genauigkeit beim Schuss. Zur Repetierfunktion. Ich nehme den Verschluss, nehme den Verschlusshebel, führe den nach oben, führe den Verschluss nach hinten. Somit wird quasi die Patrone ausgeworfen. Dann muss ich selbstständig den Verschluss wieder nach vorne führen. Der Verschluss nimmt dann die neue Patrone auf, führt die ins Patronenlager ein, Verschluss wieder verriegeln. Somit ist die Patrone im Patronenlager und die Waffe gespannt. Die Präzisionswaffe G22 wird in einem speziellen Waffenkoffer zusammen mit der umfangreichen Zusatzausstattung aufbewahrt. Die für den jeweiligen Einsatz benötigte Ausrüstung transportieren die Scharfschützen dann in Rucksacktragesystemen zu ihrem Einsatzort. Oft 30, 40 oder 50 Kilogramm schwer. Zu der benötigten Ausstattung gehören Mündungskappe, Wabenfilter, Ersatzmagazine, Waffenreinigungsgerät, Schalldämpfer, Werkzeug und Laserentfernungsmesser. Mit einem Wettermessgerät mit integriertem Ballistikprogramm ermitteln die Scharfschützen alle für eine perfekte Flugbahn des Geschosses relevanten Daten. Ein Scharfschützentrupp besteht immer aus 2 Soldaten, meist länger dienende Mannschaftsdienstgrade. Sie kämpfen grundsätzlich abgesessen. Geführt werden sie durch ihren Scharfschützen-Gruppenführer. In der Regel kommt von ihm dann auch die Erlaubnis für den Schuss. Feuer nach eigenem Ermessen, Feind verzögern. Sollten die Scharfschützen auf sich allein gestellt sein, dann erfüllen sie selbstständig ihren Auftrag. Ziel auf 750 Meter Entfernung. Stellst ein in der Höhe. 5-7. 5-7? Genau. Und in der Seite stellst du ein. 4 links. 4 links? Ich bin drauf. Ja, fertig. Fertig. Heutzutage stehen nicht nur regulären Streitkräften, sondern auch irregulären Kämpfern moderne Aufklärungsmittel zur Verfügung. Deswegen muss ein Scharfschützentrupp so unsichtbar wie möglich sein und darf keine aufklärbaren Impulse abgeben. Das sind zum Beispiel optische und akustische Quellen. Aber auch Wärme und elektronische Signale können vom Feind aufgeklärt werden und so den Trupp verraten. Fast unsichtbar werden die Scharfschützen mit extra angefertigten Tarnanzügen, den sogenannten Ghillie Suits. In Handarbeit verknüpfen die Soldaten ihre Tarnüberwürfe mit Ästen, Erde und Gras, um im Ernstfall quasi mit der Natur zu verschmelzen. An Scharfschützen werden auch hohe charakterliche, körperliche und fachliche Anforderungen gestellt. Nur ein Bruchteil der Anwärter übersteht den Auswahlprozess. Da hast du natürlich die ersten Wochen erstmal sportliche Herausforderungen. 7000 Meter Gepäckmarsch mit 20 Kilo Gepäck. Und in unter 52 Minuten musst du ins Ziel kommen. Dann noch 5000er, also 5000 Meter auf der Tatanbahn unter 22 Minuten. Das sind so erstmal die sportlichen Herausforderungen, die man schaffen muss, erreichen muss. Dass man, sag ich mal, eine Grundfitness hat, weil man ja wirklich immer viel mit sich rumträgt. Und dann kommt natürlich noch, dass du halt unter Stress ordentlich arbeiten kannst, keine Fehler machst. Fehler passieren, aber die müssen dann halt abgestellt werden. Und dann geht es halt weiter mit Schießausbildung, Beobachtungsausbildung, Entfernungsermittlung, was du halt alles dazu brauchst als Scharfschütze. Dass, wenn halt mal wirklich die Technik versagt, dass du dann mit deinem Kopf, mit deinem Gehirn halt wirklich und mit dem Gerät, was dir zur Verfügung steht, dass du dann ordentlich arbeiten kannst, Entfernungen von alleine ausrechnen kannst, ohne ein Laserentfernungsmesser. Den Vorhalt für ein bewegendes Ziel ermitteln kannst. Wie schnell bewegt sich das Ziel? Wie viel muss ich vorhalten mit meinem Absehen, mit meinem ZF-8? Annäherung, Tarnen, wie tarne ich mich im Gelände? Wie bewege ich mich im Gelände? Wie bewege ich mich leise im Gelände? Wie kommuniziere ich im Gelände ohne Funk?
sondern einfach nur mit Handzeichen. Das kommt dann halt alles mit dort rein. Und dann gehst du nochmal nach Hammelburg, da geht der Lehrgang 4 Wochen und dort wirst du dann nochmal abgeprüft. Wenn du den bestanden hast, kannst du dich dann quasi Scharfschütze nennen. Eine fundierte Ausbildung und die charakterliche, geistige und körperliche Eignung eines Scharfschützen sind das A und O. Das kann das beste Gewehr nicht ersetzen. Fertig. Fertig. Neben tödlichen Treffern wirken Scharfschützen auch zermürbend auf die Moral des Gegners. Treffer verunsichern und ängstigen den Feind. Darüber hinaus liefern Scharfschützen als gut getarnte Späher wertvolle Aufklärungsergebnisse. Während die Scharfschützen den Kampf gegen hochwertige Ziele aufnehmen, übernehmen andere Schützen den Kampf direkt am Feind. In der Lüneburger Heide kämpfen die Fallschirmjäger aus Seedorf gegen fiktive Heckenschützen. Die Waffe ihrer Wahl für den Kampf auf kurze und mittlere Distanzen ist dafür das halbautomatische Zielfernrohrgewehr G28. Der G28-Schütze bekämpft dabei Ziele, die von anderen Handwaffen nicht oder nur mit erhöhtem Munitionsaufwand bekämpft werden können. Ziele werden dabei bis maximal 800 Meter bekämpft. Zum Einsatz kommt die Waffe nur auf besonderen Befehl. G1, hier Auge 1. Komm an. Feindmeldung. 2 Schützen, circa 500 Meter vor eigener, auf seitlicher. Komm an. Das gut einen Meter lange G28 wiegt 8 Kilogramm. Verschossen wird Munition im Kaliber 7,62x51 im gezielten Einzelschuss. Die maximale Kampfentfernung beträgt dabei 800 Meter. Die Optiken sind einmal das Zielfernrohr, was wir gerade drauf haben. Dann gibt es das G28 noch als Patrouillenversion. Da ist dann ein Shorter drauf und halt zum Nahkampf das Aimpoint, was wir hier oben drauf sehen. Das Waffengehäuse besteht aus Stahl und ist aus dem Vollen gefräst. Der Handschutz ist aus leichtem Aluminium gefertigt. Nur das Griffstück besteht aus robustem Kunststoff. Besonders ist auch die Farbe des Gewehrs. Die grünbraune Einfärbung der Waffe hat sich als weltweit einsetzbare Tarnfarbe erwiesen. Mit dem G28 werden gezielte Einzelschüsse auf erkannte Ziele abgegeben. Feuerstöße sind beim Einsatz dieser Waffe bei der Bundeswehr nicht vorgesehen. Mit dem auf das 3- bis 20-fach vergrößernden Zielfernrohr montierte Leuchtpunktvisier werden Ziele im Nahbereich bis 100 Meter bekämpft. Also um das G28 zu zerlegen, benötigen wir als allererstes das Tool aus dem Griffstück. Diesem Tool kontert man den einen Haltebolzen von dieser Seite, drückt den rein. Den kann man nicht ganz rausziehen, kippt die Waffe an und nimmt den Verschluss sowie den Spannschieber. Anschließend entfernt man den Haltebolzen. Diesen kann man auch nicht ganz rausziehen, sondern zum Teil. Man hat dann das Griffstück entnommen. Danach folgt jetzt hier im Feld nur noch das Zweibein. Ja, somit wäre dann das G28 zerlegt. Das Geschoss des G28 im NATO-Kaliber 7,62x51 entwickelt eine wesentlich höhere Wirkung im Ziel als das kleinere Kaliber des Standardgewehrs G36. Der G28-Schütze hat einen feindlichen Trupp aufgeklärt und nimmt ihn ins Visier. Unterstützt wird er bei der Kommunikation mit seinem Vorgesetzten durch einen Kameraden. Gibt ihm mal Lagemeldung, feindlicher Truppenvorteil. Der G28-Schütze bekämpft besonders gefährliche Einzelziele. Auch technische Ziele, wie die Optiken von Bordwaffen feindlicher Fahrzeuge. Vernichtet! Die Bundeswehr im Kampf der verbundenen Kräfte. Hier kämpfen Kampfhubschrauber, modernste Panzer,
Aufklärungsdrohnen und Infanterie gemeinsam auf dem Schlachtfeld. Beim Kampf gegen feindliche Panzer kommt dabei auch die Panzerfaust 3 zum Einsatz. Die Soldaten der Bundeswehr bekämpfen mit ihr dabei auch Gefechtsfahrzeuge mit neuester Panzerschutztechnologie. Denn sie durchschlägt bis zu 900 mm Panzerstahl. Die Panzerfaust 3 kommt im Trupprahmen zum Einsatz. Das heißt, ich habe zwei Panzerfaustschützen, Nahsicherungssoldaten sowie einen Truppführer. Die Panzerfaust 3 kann nur einmal genutzt werden. Das bedeutet, nach dem Schuss wird das Griffstück abgeklappt, Wechselstellung bezogen und sofort setzt der zweite Panzerfaustschütze an und feuert dementsprechend auch eine Patrone ab. Die einsatzbereite rund 1,2 Meter lange Panzerfaust 3 ist mit 13 Kilogramm Gewicht relativ leicht. Ihre maximale Kampfentfernung liegt bei 400 Metern. Verschossen werden Mono- oder Tandem-Hohladungen im Einzelschuss. Die Panzerfaust 3 besteht aus zwei Teilen, dem Griffstück und der Patrone. Zum Schießen klingt der Schütze das Griffstück mit Zielfernrohr am Abschussrohr der Patrone ein und drückt so lange, bis es hörbar einrastet. Das Zielfernrohr verfügt über eine 2,5-fache Vergrößerung. Die Durchschlagsleistung hängt vom Material und der Panzerung des Ziels ab. Abhängig vom Ziel kann der Schütze das Abstandsrohr des Gefechtskopfes herausziehen. Der Gefechtskopf der Panzerfaust 3 verfügt über einen Abstandsstachel. Ist dieser Abstandsstachel ausgefahren, dann wirkt diese Waffe wie eine Hohladung und eignet sich damit besonders zur Panzerabwehr natürlich. Ist der Abstandsstachel nicht ausgefahren, wirkt die Panzerfaust 3 wie eine Quetschkopfladung, die also nah am Auftreffort explodiert. Die modernste Variante ist derzeit die Panzerfaust 3 IT Improved Tandem, die sich durch eine Tandem-Hohladung auszeichnet und damit die meisten der Kampfpanzer, die durch ihre Kacheln geschützt sind, bekämpfen kann. Das Griffstück mit Zielfernrohr verfügt über eine maximale Schussbelastung von 1500 Patronen. Danach wird es ersetzt. Zum Zerlegen, Hebel betätigen, Griffstück abnehmen und die Panzerfaust 3 ist zerlegt. In Kombination mit dem Nachtsichtvorsatz NSV 80 ist die Panzerfaust 3 nachtkampffähig. Das NSV 80 ist praktisch ein Vorsatzgerät. Das heißt, dass ich die Visiereinrichtung meines normalen Visieres trotzdem nutze und dementsprechend auch auf 400 Meter wirken kann. Damit steht auch nachts eine schnell einsatzbereite und effektive Waffe zur Verfügung. Anschließend kommt die Adapterplatte seitlich vor die Visiereinrichtung. Die Montage ist sehr einfach. Draufgeschoben, festgeschraubt, fertig. Mit der Panzerfaust 3 können auch Bunker und Ziele hinter Deckungen bekämpft werden. Ziele, die mit der Panzerfaust nicht zu zerstören sind, bekämpfen die Bundeswehrsoldaten mit dem neu angeschafften Panzerabwehrsystem MELZ. MELZ ersetzt künftig die Milan-Lenkflugkörper. Der schwere Fallschirmjägerzug ist 31 Soldaten stark. Er gliedert sich in den Zugtrupp, eine Scharfschützengruppe, eine Granatmaschinenwaffengruppe und eine Panzerabwehrgruppe mit drei MELZ-Trupps. Ich sage mal so, da wo die Panzerfaust aufhört, fangen wir gerade erst an zu wirken. Und der MELZ-Trupp ist nie alleine unterwegs. In den Flanken haben wir halt noch immer andere Kameraden, Truppen, Gruppen, Züge, die uns halt da unterstützen, den Feind vorzeitig aufzuklären. Und wie gesagt, unsere Waffe fängt da an, wo manche aufhören, da wir halt die Kampfentfernung von 300 bis 4000 Meter haben. Für die Bedienung ist eine mehrmonatige Spezialausbildung notwendig. Dazu kommt eine hohe körperliche Fitness. Denn die schwere Waffe wird vom MELZ-Trupp an den Einsatzort getragen. Die MELZ besteht aus Lenkflugkörper 14 Kilo, ICU 10,1 und die Batterieeinheit aus 1,1 Kilo und das Dreibein aus 3 Kilo. MELZ-Vorteil, schnelle Aufbaumöglichkeit, ready to fire in einer Minute. Die 1,2 Meter lange Waffe wiegt insgesamt 26 Kilogramm.
Mittels Einzelschuss bekämpfen die Soldaten des Melz-Trupps gepanzerte Ziele in bis zu 4000 Meter Entfernung. Zum Einsatz kommen dabei Gefechtsköpfe mit Tandem-Hohlladungen und Splittern gegen Fahrzeuge oder Truppen. Die Panzerabwehrwaffe Melz besteht aus einem Startrohr mit dem Lenkflugkörper und ist für den Infanterieeinsatz auf einem Dreibein montiert. Komplettiert wird das System durch eine Batterieeinheit und die Startvorrichtung. Mit der im Suchkopf der Rakete eingebauten hochempfindlichen Infrarotsensorik verfolgt der Schütze den Zielanflug über einen Kontrollmonitor. Die Fallschirmjäger greifen mit ihrer Waffe Melz einen Feindpanzer an. Das Ziel befindet sich in ungefähr 3,5 Kilometer Entfernung. Der 3-Mann starke Melz-Trupp bezieht Stellung und bereitet das Waffensystem vor. Für den Aufbau brauchen die Soldaten etwa eine Minute. Der aufgeklärte Panzer wird anvisiert. Nicht sichtbare Ziele kann der Schütze mit der Infrarotkamera der Rakete auch noch nach dem Start erfassen, die Flugbahn korrigieren und den Gegner so gezielt bekämpfen. Zur Modernisierung der Infanterie dient bei der Bundeswehr das Projekt Infanterist der Zukunft. Ein Programm zur Verbesserung der Gefechtsausrüstung und der Vernetzung der Soldaten untereinander. Das Programm besteht aus 3 zusammenhängenden Kernelementen: Kleidung und Schutzausstattung für den weltweiten Einsatz in allen Klimazonen, Waffen und Optronik und die Führungsausstattung. Hier sollen die Soldaten gegnerische Kräfte aufklären. Ihre modular aufgebaute Bekleidung haben die Infanteristen dem Einsatzzweck Aufklärung im urbanen Gelände entsprechend angepasst. Auf der Rückseite ihrer Schutzwesten führen die Soldaten Computer mit sich, die auch unter extremen Einsatzbedingungen zuverlässig arbeiten. Alle Systemkomponenten, wie Waffen, Anzeige und Bediengeräte, sind mit dem Kernrechner verbunden. Der Soldat tauscht so Daten zur Position und zur Lage über das Führungs- und Informationssystem aus. Soldatensysteme haben ihren Ursprung in den Soldier Modernization Projects der NATO-Streitkräfte in den 80er Jahren. Die sind seither erheblich weiterentwickelt worden. Und sie sind alle relativ ähnlich aufgebaut. Sie unterteilen sich einerseits in die Bekleidung, Schutz- und Trageausstattung, zum zweiten Waffen, Optik und Optronik und zum dritten die gesamte Führungsausstattung, sprich Funkgeräte, Anbindungen, Tablets und was es da noch alles gibt. Mittlerweile arbeiten etwa 50 Staaten an Soldatensystemen und die Bundeswehr hat 2012 erstmals den Infanterist der Zukunft erweitertes System eingeführt. Und 2017 eine Folgebeschaffung ausgelöst, um eben weitere Infanteristen mit dieser modularen Kampfausstattung ausrüsten zu können. Mit einem monokularen Fernglas kann der Soldat die Entfernung zu Objekten per Laser messen und die Daten an den Gefechtsstand senden. Der Soldat verfügt auch über ein Helmsystem mit Display. Es versorgt ihn mit Informationen wie Marschrichtung und Ziel. Auch seine eigenen Kameraden erkennt er mittels eines eingeblendeten Symbols. So kann er auch in unübersichtlichen Situationen eigene von Feindkräften unterscheiden. Die Waffen des Systems Infanterist der Zukunft können individuell auf jeden Einsatz vorbereitet werden. Dabei hat der Soldat die Wahl zwischen verschiedenen Optiken. So zum Beispiel auch ein leistungsstarkes Nachtsichtgerät. Auch ein Wärmebildvorsatz, der auch tagsüber eingesetzt wird, kann montiert werden. Dem Gruppenführer stehen tragbare Führungsrechner zur Verfügung. Sie bieten zusätzliche Einsatzmöglichkeiten. Die Skizze mit der Wegbeschreibung übermittelt der Gruppenführer so innerhalb kürzester Zeit an seine Kameraden im Boxer. Der Einsatz ist beendet. Die Soldaten haben ihre Aufklärungsmission abgeschlossen. Mit dem System Infanterist der Zukunft verfügt die Bundeswehr über eine hochmoderne Kampfausstattung für die abgesessenen kämpfenden Kräfte in Heer, Luftwaffe und Marine.
Das System wird zudem stetig modernisiert. Ein Führungs-, Optik- und Waffenkonzept, das den Soldaten der Bundeswehr mehr Feuerkraft und Zielsicherheit bietet. Der Kampf der Infanterie, der Bodensoldaten, wird auch in möglichen zukünftigen Konflikten eine Schlüsselrolle spielen. Gerade für den internationalen Einsatz passt die Bundeswehr immer wieder ihre Bewaffnung und die Ausbildungskonzepte entsprechend an. Darüber hinaus muss die Bundeswehr ihre Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung stets neu prüfen, um sie zu erhalten und weiterzuentwickeln. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.